Kennst du das? Du machst dir Sorgen um jemanden und würdest ihm so gerne helfen? Da ist jemand, von dem du nicht so genau weißt, ob er es schafft, seinen Weg zu gehen oder ein bestimmtes Problem zu bewältigen. Vielleicht gibt es jemand in deinem direkten Umfeld, der ist gerade schwer krank oder es geht ihm sehr schlecht. Wenn du an diesen Menschen denkst, wirst du selbst ganz traurig, fühlst dich hilflos und siehst nur noch schwarz. Energetisch gesehen passiert in diesem Moment genau das. Du hüllst diese Person, der du ja eigentlich helfen möchtest, in genau diese schwere, dunkle Energie, die du gerade fühlst. Es ist so, als würdest du eine dicke, schwere, schwarze Decke um denjenigen legen und ihn damit langsam aber sicher einengen, bewegungsunfähig machen und erdrücken. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest. Also, wenn du das nächste Mal merkst, dass du dir Sorgen machst, dann versuch Folgendes. Schick diese Gedanken ganz bewusst weg und dann ist ein bisschen deine Kreativität gefordert und du musst gucken, was zu dir passt. Du kannst demjenigen Licht und Liebe schicken oder ihn segnen. Du kannst auch sehen, dass du ihm Zuversicht und Kraft und Mut sendest. Es ist auch möglich, dir vor deinem inneren Auge vorzustellen, wie derjenige ganz erfolgreich ist, gesund, strahlend und glücklich. Es ist auch möglich, ihn anzufeuern, so innerlich oder auch äußerlich, und zu sagen, ja, du schaffst das, ich glaube an dich, weiter so, gib nicht auf. Wichtig ist, dass du deine Gedanken zu 100% positiv auf den Menschen ausrichtest. Damit ist ihm wirklich geholfen. Und du wirst sehen, dass es dir selbst damit auch gleich viel besser geht. Zum einen, weil du weißt, dass du demjenigen wirklich etwas Gutes getan hast und zum anderen, weil du dich selbst wie nebenbei mit positiver Energie aufgeladen hast. Und so geht es euch beiden gleich viel besser. Also, probier es aus, es lohnt sich. Ich drücke fest beide Daumen.